So Leute, zum Sirdan vom Medium. Irgendwo steht hier auch noch ein Name. Hoffe ich zumindest. Ach nee, das war ja gar kein Medium. Was laber ich für eine Scheiße? War ein HP Elitebook. Das war ein HP Elitebook 2540P. Jo. Hier steht es auch nochmal. Ich hoffe, die Kamera kann das scharf stellen. Ich hoffe es zumindest. Mal reingucken hier. Oh, mein Bit. Der Bit ist zu clean, zu clean, zu clean. Wir wollen nur große Dinge. So. Was ist das denn für eine Schraube? Das ist eine andere. Das ist mal Torx. Das ist ein Torx T9. T9? Ich kenne sonst nur T10. Egal, hier ist T9. Ich finde das schon mal eine richtig asoziale Kombination, dass man hier Torx und, wie hieß er nochmal, Kreuz hat. Also dass man immer hin und zurück wechseln muss. Nee, das ist nicht gut, die Idee. Die gefällt mir nicht. Mal Akku rausnehmen. Wie war denn das nochmal hier? Ist das auch noch befestigt? Komisch. Jetzt lässt sich da einfach rausnehmen. Egal. Nicht. Ach, das ist schon wieder die andere Schraube. Ach Mann. Es ist ein Hin und Her mit diesen Schrauben. Ich bin ja vor allem mal auf den kleinen Lautsprecher gespannt. Oder vielleicht ist es sogar Stereo, man weiß es nicht. Die Daten habe ich mir ja nicht durchgelesen. Also wie immer. Ich bin mal sehr gespannt, ob man das Display noch verwenden kann von dem Laptop. Das wäre echt praktisch. Weil ich brauche das Display nur, um einen Laptop einmal hochzufahren. So, und was ist jetzt hier eigentlich mit dem Akku? Warum lässt der Akku sich hier nicht rausnehmen? Ach, rausziehen und nicht rausnehmen. Oh Gott. Ja, das muss auch erstmal jemand wissen. So, jo. Jetzt müssen wir mal unter die Plastiknippel da schauen, weil da sind auch meistens nochmal Schrauben drunter. Ja, genau, da ist eine Schraube drunter. Was ist das hier? Soll das so oder bleibt das so? Das bleibt anscheinend so. Hier ist noch so ein Plastiknippel. Aber da ist anscheinend keine richtige Schraube drunter. Hier ist noch so ein Plastiknippel, da ist wieder eine Schraube drunter. Das weiß ich. Auf der anderen Seite genauso. Heißt, ich kann schon wieder Schraubenzieher wechseln. Haben sie echt gut gemacht, dass man hier andauernd Schraubenzieher wechseln muss. Das ist, wie ist das?
Doch, das ist der gleiche. Lauf doch nicht immer weg. Ja, schieben wir mal an die Wand, da kann er nicht mehr weg. Und ich hoffe mal, er kennt trotzdem noch was. Das machen sie aber mittlerweile bei modernen Laptops besser. Da muss man halt bloß oben, keine Ahnung, 10 Schrauben lösen und dann kann man die Deckung abnehmen. Hier muss man gefühlt alles erstmal ablösen. Haben sie damals noch nicht so gut gedacht. Zum Beispiel, wenn man mal ein Display tauschen will. Ich bin ja mal gespannt, ob das bei Medium passt. Aber daher es ein relativ kleiner Laptop ist, könnte das sogar klappen. So, kann man das Gehäuse jetzt abnehmen irgendwie. Irgendwie am besten. Och nein, da gibt es noch so eine Teile. Sind doch bestimmt überall wieder Schrauben drunter. Natürlich sind hier Schrauben drunter. Ich hab's mir schon gedacht. Irgendwo, überall, wo gummiert ist an der Unterseite, sind bei alten Laptops immer Schrauben drunter. Kann man sich eigentlich merken, prinzipiell. Und wenn nicht, dann hat man mal Glück gehabt. Tür wieder schrauben, Zieher wechseln. Oder eher sagt bei mir Bit. So, jetzt könnten wir. Ah, das sieht schon sehr schön aus. Ah, das sieht doch schon mal super aus. Ah, das sieht so aus, als wenn da Schrauben unter der Tastatur wären. So, wie kriege ich die Tastatur am edelsten raus? Wo ist mein Spezialmesser? Hier ist mein Spezialmesser. Wo haben wir die schöne Lücke von der Tastatur? Boah, das Messer, das ist aber... Nee, das ist nicht stabil genug. Also die Tastatur kannst du danach theoretisch schmeißen. Also ich weiß noch nicht, ob es hier eine edlere Variante gibt zum Aufmachen, um ans Display zu kommen, aber die Tastatur ist danach wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen. Aber die Tastatur ist mir auch egal, weil ich will das Display. Oh, Alter! Klemmt das Teil hier? Was ist denn hier los? Das ist aber ganz schön miserabel. So, Tastatur habe ich ab. Zack. Ja, wenn man mal von den drei Tassen absieht, kann man die Tastatur noch verwenden. Aber naja, sieht nicht schön aus. So, schon wieder Schraubenzieher wechseln. Hier gibt es andere Schrauben jetzt. Das ist halt das Miese, dass die Tastatur immer so scheiße rausgeht und dann noch hier Schrauben versteckt sind darunter. War das schon vorher gebrochen oder ist das jetzt erst hier gebrochen an der Stelle? Sieht man das überhaupt auf der Kamera? Jetzt sieht man es. Und der Akku ist auch schon fast alle. Mal schauen, wann das Video abbricht. So. Wie komme ich jetzt an die Scharniere ran? Ah, hier gibt es noch eine Aufklebung. Oh nö. Das ist ja assi. Das fällt mir erst jetzt auf und darunter sind bestimmt Schrauben.
das Zeug mal abgehen würde. Mir ist gerade was aufgefallen. Hier ist sogar eine Schraube. Ha. Siehst du erst, wenn du den Akku abgemacht hast. So. Kommen wir weiter? Nicht wirklich. Kommen wir an die Schraube ran? Auch nicht wirklich. Aber man versucht es mal so schräg. Nee, die ist irgendwie ein bisschen früh rangekommen. Ho. Es ist nicht einfach. Die Schraube hatte ich schon. Die Schraube sowieso. Die ist auch, die ist auch. Jetzt muss man mal hier das Klebeband abbekommen. Ob da runter eine Schraube ist? Nee. Ausnahmsweise ist da mal nirgends eine Schraube. Oder was ist hier noch drunter? Keine Schraube. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Das ist jetzt die gute Frage. Kann man das Teil von den Scharnieren abmachen? Nee, das geht nicht ab. Sag mal, Akku, der blinkt immer noch. Aber filmt auch immer noch. Kann man das Teil abmachen? Ah, hier, das Teil kann man abmachen. Okay. Ja gut, dann ist bestimmt auch noch eine Schraube drunter. Okay, da sind die Schrauben drunter. Habe ich schon mal abbekommen? Und hier sind natürlich ein paar Schrauben drunter. Natürlich alles bloß kein Kreuz, habe ich mir schon fast gedacht. Und was für ein Insektenburger habe ich hier auch schon drin gefunden, lecker. Wo ist der Asiate hinter der Kamera? Ach ja, ich bin ja der Asiate. Aber ich esse ja sowas nicht. Zumindest nicht, wenn es nicht sein muss. So, ah, jetzt. Natürlich haben wir das Kabel vom Display hier irgendwo, was natürlich heil bleiben sollte, was natürlich wunderbar jetzt ist. Weil wie ist das so schön immer, das was heil bleiben soll, zerstört man dann am ehesten. Den habe ich rausbekommen, das wichtige Kabel. Hier sind so 100.000 Kabel drin versteckt. Sieht mir überhaupt noch, was ich mache, so ungefähr, ne? Oh, geh ab. Also hier brauchst du aber auch winzige Kinderhände, um sowas zu bauen. Also das haben sie in modernen Laptops besser gemacht. Oder ist wahrscheinlich noch einer mit Kinderarbeit gebaut. Also wundern würde es mich nicht. Wie soll ich den Scheiß jetzt hier abbekommen? Alter. Das kannst du mir nicht ausdenken. Das ist so scheiße. Was sagt meine Kamera? Die sagt immer noch, blinkt. Jetzt kann ich die Schrauben erstmal lösen. Alter. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so viele Schrauben, die ich lösen muss. Und jetzt kann ich den Schraubenzieher wieder wechseln, weil ist ja... Wo ist denn der Tox jetzt hin? Hä? Och nö. Wo ist der hin? Ach hier. Die Schraubenzieher sind aber auch manchmal so klein, die siehst du gar nicht. Ich mit meinen... Opa-Augen. Wobei ich ja noch nicht mal Kinder habe. Wahrscheinlich auch besser so.
weniger Ärger. Ach so, jetzt sieht man auch mal die Lautsprecher hier. Ganz interessant. Mini-Treiber. Kamera sagt, läuft noch, ging immer noch. Ach, das ist ja niedlich. Die Lautsprecher. Na, vom Klang her wahrscheinlich grottenschlecht. So wie die Magneten aussehen, klingt ein Smartphone wahrscheinlich besser. Ihr habt dann Modellcode von den Lautsprechern. Ich habe gar keinen Bock, die zu testen, aber egal, ich werde es trotzdem machen. Wo ist jetzt hier noch eine Schraube versteckt, warum das nicht abgeht? Und so, hier ist ein Kabel. Aber das ist ja auch nicht viel besser. Ja, jetzt geht's ab. Die Drähte erstmal abmachen, die Drähte auch erstmal abmachen. Und schon hat man den halben Laptop auseinandergelegt. Ja, gleich geht's weiter, wenn der Akku geladen hat. Und das Display werde ich nicht auseinandernehmen. Das brauche ich vielleicht sogar noch. Ansonsten werde ich es auseinandernehmen. So Leute, geht weiter. Ein paar Tage später natürlich. So. Hier haben wir noch ein paar Schrauben. Ich weiß gar nicht, wo ich dafür überhaupt aufgehört habe, aber egal. Ich mache jetzt einfach weiter, wie ich denke. Bin zuvor, mir das Video bis jetzt nochmal anzuschauen. Alter, die Schrauben sind aber fest, ne? Man kann es auch übertreiben. Und natürlich habe ich schon probiert, ob das Display bei meinem alten Laptop passt. Nein, das Kabel passt nicht. Es liegt nur am Kabel. Naja. Ich werde noch ein anderes Display früher oder später wahrscheinlich bekommen. Alter, das ist ja ein richtiges Metallteil. Ich weiß zwar nicht, ob das innen drin hohl ist, aber das sind schon mal locker 2 mm hier. Kann man das brechen? Also in der Mitte jetzt nicht, aber hier habe ich schon mal das Teil abgebrochen. Fokus. Hier sieht man, dass ich es abgebrochen habe. Mit den kleinen Teilen geht das auch. Aber hier in der Mitte, wo es richtig dick ist, da müssen wir wahrscheinlich sehen. Ist halt Aluminium. Das merkt man auch klar, deshalb kann man das auch brechen. Bei Stahl könnte man sie ja wahrscheinlich nicht brechen. Ist das hier etwa eine SIM-Kartenaufnahme? Kann das sein? Nee, eigentlich. Nee, eigentlich macht das gar keinen Sinn, eine SIM-Kartenaufnahme. Kommt man ja theoretisch nicht ran, aber für irgendwas für die Antenne wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in den Kommentaren. So, fürs mal Auspad. Wie kriege ich das kleine Teil jetzt am besten raus? Hey, wo habe ich mein Messer hingelegt? Super Frage. Ich weiß. Hier, ganz unten. Unter der Tastatur, natürlich. Also ganz ehrlich, ich dachte, das wäre jetzt gebrochen. Also ich glaube, das ist so das kleinste Mauspad, was ich je hatte. Die sind viel größer. Das Teil neben meinem aktuellen Laptop, das wäre ganz lustig. Kriege ich aber hin. Moment.
Moment. Das wird lustig, das wird richtig lustig. So. Mauspad, was schon 20 Jahre alt ist. Aktuelles Mauspad. Also wie oft passt das hier rein? Ihr könnt es euch jetzt ausrechnen. Wobei, ich gebe euch noch die Maße. Für die ganz Intelligenten. Die können auch mit keine Ahnung was rechnen. So, wir haben 14 cm das große und 10 cm, nee, 9,5 ist das große. Jetzt könnt ihr euch das kleine auch ausrechnen. So, jetzt zum eigentlichen Video wieder. Ja, Boden soll ich mal wieder sauber machen. Egal. So, geht weiter. Hier ist jetzt eigentlich nichts mehr zu holen. Trotzdem, Mini-Mauspad. Dass man damals dann arbeiten konnte. Also ich habe es damals natürlich benutzt. So kleines bei dem Acer-Laptop meiner Mutter. Gar keine Frage, aber was? Denke ich mir, wenn ich sowas sehe. So, wie weit waren wir hier? Holen wir mal einen RAM raus. Schon hat man ihn draußen. Wie von Zauberhand. RAM, der von HP direkt ist? Macht das Sinn? Nee. Hynix. Oder wie man die Firma auch ausspricht. Korea 07. Ist das irgendein Stadtteil in Korea? Oder eine komplette Stadt? Bundesland, falls es sowas da gibt? Schreib es mir in die Kommentare. So, erstmal den Spaß hier weg. Dick, ich brauche hier ein paar Zentimeter Platz. So viel habe ich jetzt nicht. Und die Maus noch mal ausmachen. So, was haben wir denn noch? Also hier ist jetzt auch eigentlich nichts mehr drin. Ich könnte jetzt das Teil noch abschrauben, das Metallteil, aber mein Gott. Das ist irgendein Leerraum. Was haben wir denn schon wieder für Schrauben? Ey, das ist so nervig, wie ich schon das ganze Video erzähle. Du wechselst nur zwischen Torx und Kreuz rum. Hier ist Torx, hier ist Torx, hier ist Torx und dann ist wieder hier Kreuz, Kreuz. Ey, das ist ja Katastrophe hier. Ich bin ja mal gespannt, ob man hier die CPU abschrauben kann, aber ich glaube irgendwie nicht. So, da unten ist ja noch ein Torx. Oh, Alter. Noch ein Torx. Torx mir doch mal die Krise aus. Na gut, der Chip ist verlötet. Schade eigentlich, das hätte ja so wirklich den Eindruck gemacht, als wenn man den abnehmen hätte können. Aber das Teil jetzt mal abnehmen. Wenn man hier irgendwo mal das findet. Wie lang ist das Kabel denn? Macht das überhaupt Sinn, das einmal ringsherum zu legen? Hier ist doch frei, hier ist frei, hier ist überall frei für so einen Shop. Oder Kabel. Was ist denn mit meinem Kameradisplay hier los? Hä? Warum sind da so komische Streifen?
Hä? Was ist da denn los? Okay. Das gehört zwar jetzt nicht zum Video, aber okay. Ich glaube, meine Kamera kann ich bald wegschmeißen, wenn das so weitergeht. Egal, ich habe eine 4K Camcorder, also daher ist das für mich halt so schlimm. Hier kann ich gerade nichts abbauen. So, kommen wir zum Display. Das gefällt mir ja gar nicht, dass meine Kamera das Display gar nicht abgibt. Ich glaube, ich starte die mal neu und mal schauen, ob es dann immer noch so ist. Gleich geht's weiter. So Leute, geh weiter. Also, ich habe die Kamera neu gestartet und natürlich noch ein kleines Extra-Video gedreht. Meine Kamera, das Display scheint den Geist aufzugeben. Naja. Und ich weiß nicht wovon, weil das Teil ist mir nie runtergefallen. Schon wieder Torx. Ach man. Habe ich nicht eigentlich schon irgendwann mal gesagt in älteren Videos? Ich hasse Torx. Hat sich daran was geändert? Ich hasse immer noch Torx. Achso, mein Schraubenzieher ist ja wieder auf dem Boden. Den habe ich immer noch nicht aufgehoben. Vor lauter Frustration. Klar, ein Kameradisplay hält nicht ewig, aber keine Ahnung, das ist doch erst 3 Jahre oder so alt. Also hätte ich Minimum 5 Jahre erwartet. Wenn nicht sogar 10, 15 Jahre beim Kameradisplay, weil das ist ja auch nochmal LCD. Was mal jetzt interessant wäre, durch den Sucher durchzugucken, weil ich glaube, das war OLED. Oder ein mechanischer, ich weiß es nicht. Kann man ja mal durchgucken. Sieht man da was? Ne, da muss ich irgendwie umstellen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ihr braucht mir das auch gar nicht in die Kommentare schreiben, dass ich das mit dem Messer mache. Weil ich hätte theoretisch sogar professionelles Werkzeug dafür. Wo hab ich's? Wenn ich es einmal professionell in die Kamera halten kann. Also kein Dreieck mehr. Egal, ich hätte so ein Plastiktool hier. Und so ein Plastikdreieck hatte ich auch irgendwo. Aber ich habe keinen Bock, das zu verwenden, weil mit dem Messer geht's einfacher. Und außerdem ist das Display sowieso für mich nicht mehr zu gebrauchen. Und außerdem geht das mit dem Messer viel einfacher. Wie ist denn dies? Oh, Alter! Und das will ich mit dem Plastikfuhr machen? Das wäre ja jetzt schon dreimal zerbrochen. Alter, das Zeug ist aber auch echt gut festgeklebt. Das muss man mal sagen. So, wie geht's weiter? Erstmal wieder schön Torx-Schraubenzieher. Yay! Ich hasse Torx. Ich hasse Torx, ich hasse Torx, ich hasse Torx. Ich glaube, ich habe es noch nicht oft genug erwähnt. So ist es befestigt.
Echt, hier sind sogar zwei Mikrofone drin. Krasse Scheiße. Oh, geh ab, du Kabel. So. Haben wir denn hier noch Schrauben? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Es gibt ja sogar die Kontakte wie im Smartphone. Auch nicht schlecht. Kriege ich hier irgendwas noch raus? Zum Beispiel Kamera? Schöner kleiner Sensor. Wie so eine Frontkamera vom Smartphone. Ja gut, den Rest kriegst du nicht raus. Das ist eigentlich Alu, ne? Alter, ist das hartes Aluminium. Kriegst ja kaum Kratzer rein. Krasse Scheiße. Scheiße, krasse, krasse Scheiße. Na gut, das Mikrofon kann ich auch nochmal in die Kamera halten. Sollte ich vielleicht mal als Lautsprecher verwenden? Oder sind die Kabel zu klein dafür? Das könnte ich mal versuchen. Ich würde bloß nicht viel bei Klang bei rumkommen. So, die schönen Kabel. Jetzt fängt das schon wieder an. Und direkt aufs Smartphone geworfen. Toll. Brauche ich nicht mehr, wenn es kaputt geht. Oh, hier gibt es ja noch kleinere Schrauben. Don't touch. Hier steht sogar, glaube ich, nochmal. Ist das japanisch? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Japaner. Oder ihr japanisch lesen können. Wie auch immer man es sein soll. Sie, bin ich überhaupt noch ein Bild? Nicht mehr wirklich, ne? So. So, jetzt mal zu den kleinsten Schrauben. Und dafür braucht man wirklich Feinmechaniker-Werkzeug jetzt, um die beiden Schrauben lösen zu können. Okay, raus. Hier haben wir weitere Schrauben. Hey, wo ist der Bit hin? Hier ist der Bit. Warum erinnert mich das gerade an die Werbung? Bitte ein Bitburger oder so ein Scheiß. Diese schönen winzigen Schrauben. Also bis jetzt brauchte ich drei Schraubenzieher. Zwei Schlitz, ein Torx. So, geht das jetzt ab.
blinkt eigentlich meine Kamera? Muss ich das verstehen? Normalerweise blinkt die doch nur, wenn der Akku alle ist. Oh, ich hasse dieses Alupapier. Oh, kann ich froh sein, dass ich die Rückseite gerade genommen habe. Genau aus solchen Gründen soll man sowas nicht mit scharfen Gegenständen machen. Sprich Messer. Schön das dünne Acrylglas. Und es wird noch dünner. Fast wie ein Dreieck geformt. Steht sogar noch was dran. Lest das mal. Sind aber ganz schön viele Schachladen. So, jetzt zeige ich auch noch mal aus nächster Nähe das Mainboard, weil da war ich noch ein bisschen weit weg. Und dann war es das auch wieder mit diesem Video. Ich habe das schon meine Kamera laufen gerade. So, sieht schön aus auf meinem Schreibtisch, ne? Und ich habe noch zahlreiche weitere Laptops. Tschüss, bis zum nächsten Video.